Leute und herzlich willkommen bei Doop. Heute gibt es ein etwas anderes Video und zwar planen wir schon seit einigen Monaten an einem Kurzfilm, den wir in den Winterferien, also im Januar so, machen wollen. Und wir dachten, wir nehmen euch mal mit auf diese Abenteuerreise. Viel Spaß! Ja, bei so einem Kurzfilm muss man wirklich sehr viel planen. Man kann jetzt nicht einfach zum Drehort gehen und einfach drauf losfilmen, weil das funktioniert eigentlich nie. Das haben wir schon mal ausprobiert und hat nicht wirklich ganz geklappt. Deshalb muss man einfach bei so einem Kurzfilm wirklich sehr viel planen. Also wir haben uns jetzt für die diese Pre-Production, haben wir uns jetzt 4 oder 5 Monate sind es, glaube ich, insgesamt abgesteckt. Ich plane jetzt schon seit 2 Monaten und schreibe das Drehbuch und so weiter. Wir haben jetzt noch 1,5 Monate, glaube ich, bis zum ersten Drehtag. Und bis dahin muss alles fertig sein. Da müssen wir alle Leute engagiert haben und alle Drehorte gefunden haben und alles Mögliche, alles gemacht haben. Dachten wir mal, wir nehmen euch auf diese Reise mit. Also diese Erfahrung, die wir dann machen, weil das unser erster großer Kurzfilm ist, sage ich mal, also unsere erste größere Produktion, nehmen wir euch mal auf diese Reise mit und lassen euch jeden Schritt einfach mit uns erleben, von Anfang bis Ende. Und ja, fangen wir mal damit an. Also ganz am Anfang ist das Brainstorming. Das ist einfach die Grundlage von jedem Kurzfilm oder überhaupt von jedem Video. Wenn man irgendwas machen will, muss man natürlich erstmal wissen, was man macht. Wenn man jetzt eine Idee hat, was man machen will, also ich sag jetzt mal, ich würde jetzt gern ein Musikvideo machen, dann sage ich, okay, ich schreibe mir jetzt auf, was ich haben will, wie ich das mache und was ich dafür brauche. Weil dieses, was ich dafür brauche, ist sehr wichtig. Man kann jetzt nicht einfach so sagen, okay, ich will jetzt mit Hubschraubern einen Sprung mit dem Cello zusammen in ein Haifischbecken machen und alles Mögliche. Das geht leider nicht. Ich persönlich habe jetzt nicht die Möglichkeiten dafür. Und ich kann das jetzt nicht einfach so aufschreiben und dann hoffen, dass ich das irgendwie so hinkriege. Deshalb muss man gucken, was man für Möglichkeiten hat. Das ist der erste Schritt. Also sagen wir mal, ich wohne in Köln. Ich habe ein paar Freunde, zum Beispiel einer ist Kameramann oder einer ist Maskenbildner oder einer, keine Ahnung, kennt sich sehr gut mit Drehbüchern oder sowas aus. Dann frage ich einfach die ganzen Leute oder frage überhaupt in meinem Freundeskreis rum, ob jemand irgendwelche Verwandten oder Freunde hat, die einem dabei helfen könnten. Und das ist halt die erste Grundlage zu allem, wenn man eine Low-Budget- oder No-Budget-Produktion machen will. Weil jeder Schritt oder jedes Mitglied, also ein Kameramann, dann ein Make-up-Artist, dann vielleicht die Kamera selber, die man mieten muss und so weiter, kostet halt was. Und wenn man nicht irgendwie bis zu 20.000 Euro für einen Kurzfilm ausgeben will, dann muss man halt irgendwie versuchen, in der näheren Umgebung entweder kostenlos oder für, keine Ahnung, Kassenbier oder sowas, irgendwelche Leute zu engagieren, die einem helfen. Also das ist halt der erste Schritt, die Möglichkeiten auschecken. Dann der zweite Schritt ist, überlegen, welche Schauspieler man hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film machen will, wo, sagen wir mal, irgendwelche Babys Karate können, dann kann ich das jetzt nicht einfach so umsetzen, weil ich habe keine Babys, die Karate können und ich bin auch nicht so gut in CGI, um irgendwelche Babys zu animieren, die Karate können. Deshalb muss ich halt erstmal gucken, ob diese Idee, die ich habe, auf die Schauspieler passt, die ich zur Verfügung habe, sag ich mal. Dann muss man sich überlegen, wo man das Ganze macht. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, ich will jetzt in einem Hochhaus, in einem edlen Nobel-Casino irgendwas drehen, wenn man das nicht kann. Also man muss halt gucken, wenn man jetzt zum Beispiel wie wir irgendwie so ein Weltuntergangsszenario haben will, dann braucht man halt so abgewrackte Häuser, irgendwie alte Fabriken oder sowas in der Art. Und wenn man irgendwie ein Musikvideo machen will, dann kommt darauf an, was man für einen Stil haben will. Vielleicht eine große leere Halle oder irgendwo auf einer Wiese irgendwie was machen. Also man muss halt auch die Locations suchen und dann halt auch diese Geschichte auf die Locations anpassen. Dann ist noch ein sehr wichtiger Schritt, sich zu überlegen, ob man den Film, falls er Dialoge enthält, ob man den auf Englisch macht. Weil auf Englisch hat man einfach eine viel größere Reichweite, als wenn man den jetzt auf Deutsch macht und kann somit halt natürlich viel mehr Leute ansprechen. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, den man sich überlegen sollte. Und man muss sich überlegen, wie lange der Film oder dieser Kurzfilm sein soll. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich an 2 Drehtagen irgendwie einen 1-Stunden-Film rauskriegen will, der gut sein soll. Also das ist natürlich wichtig. Man kann natürlich 1 Stunde lang irgendwas filmen, aber ob das dann gut ist, ist dann die Frage natürlich. Ja, das war's schon mit diesem ersten Video in unserer neuen Reihe. Mit dem Brainstorming habe ich das jetzt einfach mal genannt. Und zwar, jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Erstmal die Idee, die man hat, die muss man zuschneiden oder zurechtschneiden auf die Möglichkeiten, die man hat, auf die Schauspieler, die man hat, auf die Locations, die man hat. Da
dann sollte man sich überlegen, ob man den Film vielleicht auf Englisch macht, weil man einfach mehr Zuschauer ansprechen könnte. Und wie lang der Film sein sollte, weil man das natürlich auch in der Planung berücksichtigen muss. Ja, jetzt zu der Endcard, die wir hier haben. Unter mir seht ihr zwei Buttons zum Abonnieren und zum vorherigen Video. Darunter unter dem Like-Button seht ihr die ganzen Links zu unseren Social-Media-Sachen und so weiter, also Twitter, Facebook und Google und unsere Amazon-Listen. Da sind einfach unsere Equipment-Stuff und so alle drin. Ja. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, das Skript zu schreiben. Bis dann. Tschüss.